Ein Automat wäre mal ganz sexy, dass mir da mal vielleicht mal ein bisschen Leben... Ist klar. Wir wollen mich doch auch verarschen, wa? Okay. Ist das Ding kaputt? Nein. Und mit normalen Bolzen kriegen wir es auch nicht zerstört. Okay, Ja, ist meine Cousine! Und da steht noch so ein Ding, genau, natürlich. Und... Alter, wir sind fast tot. Wir sind fast tot. Wir sind fast tot, ich kann nicht mehr. Ich habe doch gerade Schrotpatronen aufgenommen, oder bin ich jetzt doof? Nein, 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 nein. Ich heile mich mal eben hier an der Station. Wo waren das? Ah, hier. Oh Gott, ist das furchtbar, wenn man kaum Leben hat und kaum Munition. Geh doch einfach tot. So, geh einfach tot. Okay, ich könnte den Safe hacken, aber... Wir haben nochmal ein Waffen-Upgrade. Komm, das machen wir mal. Automatischer Spannungsjustierer verringert stark die Wahrscheinlichkeit, dass der Bolzen beim Einschlagen berechnet. Okay. Machen wir mal. Ich bleib beim MG. Und wir können an der Gegenbank mal eben schauen, was wir machen. Schritt 1, Fahrt auswählen. Aha, ja. Frozen Dings. Warte mal. Körpertonikum. Jedes Mal, wenn sie etwas hacken... Achso, das brauchen wir eigentlich nicht. Haben wir sonst noch irgendwas? Blutdurst. Du erhältst eine kleine Menge Gesundheit, Eve, wenn du Schaden mit dem Schraubenschlüssel zufügst. Sicherheitslücke. Hack die Lines. Das ist mal, wenn du das hackst. Okay, das ist nicht so pralle gerade. Achso, das sind dieselben. Was haben wir denn noch? Haben wir hier irgendwas anderes als wie Telekinese? Okay, Hypnotize... Biosch, also von den Big Daddies, sonst hier, die hier. Short Alarms, Hacking Expert, Clever, Alarm Expert 2. 4 Alarmplatten weniger beim Hacken. Short Alarms, was haben wir? Short Alarms 2. Was haben wir hier? Nehmen Sie weniger Schaden durch Kälte und können Gegner gefrieren lassen, wenn Sie mit dem Schraubenschlüssel treffen. Haben wir da noch irgendwas anderes? Damage Research erhöht den Schadensboni durch Forschung. Mach deine Forschung effizienter mit Damage Research. Führe Analysen durch, wie du die für möglich gehalten hättest. Davon haben wir ja schon den zweiten, ne? Erhöht die Forschungspunkte beim Fotografieren. Statische Entladung, wenn du getroffen wirst. Das machen wir mal. Das klingt spannend. Nein, das gibt's nicht jetzt. Ich will unbedingt, so gut es geht, momentan jeden Kampf aus dem Weg gehen. Weil, je mehr Muni wir spannen, desto mehr... Oh! Oh Mann, ich habe keine Muni... Alter! Das gibt's nicht, wieso stirbt er nicht? Das ist unfassbar. Dieses Spiel will mich doch fertig machen jetzt, oder? Das Spiel will mich doch jetzt fertig machen. Kann man... Aua. Kann mir doch einer erzählen, was er will? Hier waren wir noch nicht. Ich gebe zu, dass es vorausschauend von Fontaine war, das Plasmidgeschäft aufzuziehen. Aber der Mann hat noch nie was vom Vertrieb verstanden. Da hat er schon diese wunderbaren kleinen Mädchen... Und er zeigt sie nicht. Ich habe mir gerade das neue Design der Plasmidautomaten angesehen. Sie sind genau so geworden, wie ich sie mir vorgestellt habe. Was ein Schmierlappen, ne? Ganz deutlich, wenn sie gut präsentiert werden, sind die Little Sisters Gold wert. Was ein Schmierlappen, Alter. Sind die Little Sisters Gold wert? Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Okay. Also, Stimme haben wir geändert, Schuhe haben wir geholt, da oben liegt noch eine Eve-Spritze. Oh,
Nicht, dass wir hier noch irgendwie Ärger bekommen. Okay, wo geht's jetzt lang? Zurück? Schauen wir mal. Puh. Ding. 11. Stock, Weltraumforschung. Waren wir hier schon? Ach ja, stimmt. Hier waren wir ja schon, ne? Ich glaube, wir müssen... Alter, ich sehe mal gar... Alter, ja, ist doch gut. Hallo. Scheiß Kack-Arschloch-Spiel. Was ist denn jetzt los? Wieso... Hä? Wieso komme ich denn da jetzt nicht weiter? Ich könnte echt mal gut Muni gebrauchen. Spiel. Und vielleicht mal einen Wegweiser, wo ich lang muss. Guck mal da hinten. Da müssen wir bestimmt hin. Ach, und er kann noch teleportieren, natürlich. Jetzt nicht mehr. So. Und hier steht auch noch ein dämlicher, dämliches Geschütz, ne? Oh, warte mal. Mist. Das Hacken ist schwierig. Ich probiere es mal eben. Ich probiere mal mein Glück. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das werde ich niemals nicht schaffen. Oh Gott, das ist echt schwer. Komm. Oh Gott. Eine Gerade brauchen wir noch. Da ist noch eine Gerade. Haben wir. Okay, haben wir wenigstens einen kleinen Kollegen. Alter, ernsthaft? Was? Ach, fick dich doch, du scheiß Kackspiel. Ohne Scheiß. Was für ein sinnloser Tod. Wieso kacke ich den jetzt so ab? Ich verstehe das nicht. Weißt du, die ganze Zeit ist das Spiel so, oh ja, normal. Und jetzt auf einmal, weißt du, kackt dich das Spiel mit so vielen Gegnern zu. Ich kann mir nicht entsinnen, dass es so schwierig war damals. Okay, von hier aus treffe ich es nicht. Pixelgenau schießen, nennt man das auch. Okay, pass auf. Der liegt immer noch. Achso, okay, der speichert das ja so. Stimmt ja, da war ja was. Der schmeißt Granaten, die Drecksau. Das kann ich auch. Warte mal. Das war die intelligenteste Granate, die ich je gesehen habe von mir. Achso, der ist schon weg. Okay, ich bleib da mal dabei. Da können wir uns wiederbeleben. Da ist ein Telefon. Hallo? Okay. Können wir uns eh nicht leisten, weil wir nur noch 20 Eve haben. Verdammt. Oh. Okay, wir müssen... Alter, was? Willst du mich verarschen? Führe die Little Sisters. Ja. Ja, natürlich, genau. Stehe ich auch noch direkt am MG. Das ist so dumm gerade. Warum wird das denn jetzt so schwierig? Ich habe gedacht, ich kann hier ganz gemütlich... Oh, ich habe gedacht, ich kann hier gemütlich durchlaufen. Jetzt werde ich erstmal zu Big Daddy. Ultimative Entwicklung, der Hack... Alter. Jetzt fehlt mir nur noch der Anzug. Und dann wären wir zum Big Daddy. Ich fasse es nicht. Stimmt, das war das ja. Das ist... Alter, ist das... Das ist voll lange her. Oh Gott, Alter, ich sehe so... Der Big Daddy-Anzug verleiht dir 25% Widerstand gegenüber aller Schäden. Irgendwas sagt dir, dass du das brauchen wirst. Was? What the fuck? Ja, wir machen aus dir ein...
wo muss ich jetzt hin? Das ging jetzt alles so schnell. Wie gut, dass ich so viel sehe auch jetzt. Das, ja. Ich glaube, wir müssen immer noch da hinten hin. Und wir bräuchten noch mal ein paar Medipacks. Ich hoffe, wir finden... Hier war... War nicht hier irgendwo... Okay, Maschinengewehr-Munition haben wir auch wieder aufgesommen. MG-Munition. Okay, ich, da ist jemand. Verdammt, ich will hier... Irgendwie so eine Facility müssen wir jetzt hin, glaube ich, hatte sie gesagt gehabt. Ne, wo waren das hier? Conversation, Subassembly, Main Hall. Ich will hier nicht unbedingt unnötig hier langlatschen. Ist das hier vielleicht? Warte mal. Aua! Verdammt nochmal, die Big Daddy-Stiefel sollen hierher geliefert werden und nicht in die verdammte Bibliothek. Was für Vollidioten lässt Ryan eigentlich für sich arbeiten? So eine Scheiße ist unter Fontaine nie passiert. Ja, natürlich. Das gibt's doch nicht. Ja, danke, Spiel. Das war's. Ich bin sowas von... Ich bin, oh Gott. Oh Gott, ich bin sowas von down. Ich bin sowas von fertig. Jetzt gleich. Hallo! Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig laufe. Du musst was? Phänomone-Proben finden? Hä? Habe ich etwa einen Fehler gemacht? Man kann keine Städte errichten, wenn man von Zweifeln beherrscht wird. Aber kann man als Regent absolut fehlerlos sein? Ich weiß, dass meine Überzeugungen mich über die Masse stellen. Und ich weiß auch, dass die Dinge, die ich verworfen habe, mein Untergang gewesen wären. Aber die Stadt, sie zerfällt vor meinen Augen. Bin ich vielleicht so sehr von meinen eigenen Überzeugungen geblendet, dass ich die Realität nicht erkenne? Sein. Aber Atlas ist da draußen und er beabsichtigt, mich ey, das gibt's nicht. Zu vernichten. Zweifeln bedeutet aufgeben. Ich werde nicht zweifeln. Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Ich habe das vorhin nämlich nicht mitbekommen, wo wir hin müssen. Irgendwie in so eine, ich glaube, irgendwie in so eine Facility, aber ich weiß nicht wo. Ja, 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 halt doch mal die Klappe. Okay, hier waren wir schon. Ich bin ein wenig überfragt. Habe ich denn hier... Wo muss ich denn hin? Discord, Atrium-Balkon. Ich finde es gut, dass die Karte so sehr übersichtlich ist. Das, möchte ich mal anmerken. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Oder müssen wir doch hier hin? Da, Facility. Ich glaube doch, hier müssen wir hin. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es hier. Wo wir schon mal waren, glaube ich. Komm, hier liegt noch ein Tagebuch. Oh. Ich weiß, warum es Kinder sein müssen. Aber warum nur Mädchen? Das kann ich nicht begreifen. Auch wenn ich weiß, dass es so ist. Fontaine sagt, so braucht man im Waisenhaus nur eine Toilette. Es ist faszinierend zu beobachten, was das Adam mit ihren kleinen Körpern anstellt. Ihre eigenen Zellen werden durchweg durch neue Stämme ersetzt, sobald sie beschädigt werden. Diese Kinder sind praktisch unverwundbar. Es ist eine Schande, dass das nicht mit Erwachsenen funktioniert. Es gäbe sicher einen großen Markt für unverwundbare Männer.
Das schaffe ich nie im Leben. Nein, definitiv nein. Das schaffe ich nicht. Oh Gott. Oh Gott, nein. Aua. Na toll, und ich bin so gut wie tot. Das gibt's doch gar nicht. Nur weil ich so einen dämlichen Dings jetzt hacken wollte. Hier ist alles unhygienisch, alles verdreckt. Dann wasch dir mal die Füße. So. Oh, da ist... Ja, ist klar. Ich heile mich mal eben. Wir brauchen noch einmal Pheromone, glaube ich. Achso, ist eine Kontakt... Ich kann den Tisch untersuchen, ohne dass ich die Mine berühre. Bei meinem Glück renne ich in meine eigene Mine rein. Okay. Geh doch einfach tot. Jetzt habe ich mal einen Verbandskasten gefunden und muss sofort... Oh. Ja, bin ich. Jetzt zum Lüftungsschacht der Little Sisters bei den Proving Grounds. Wo ist der? Hä? Wo muss ich hin lang? Wir müssen doch jetzt zurück, oder? Ah ja, stimmt. Ja. Ach, jetzt weiß ich, was kommt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mir fällt es jetzt gerade wie Schuppen von den Augen. Ich weiß ganz genau, was jetzt kommt. Oh Gott. Hilfe! Du musst sie aus jedem Versteck locken. Dann werden sie dir die Tür öffnen. Los jetzt! Schlag mit der Rohrzange auf den Lüftungsschacht. Mein Name ist Big Daddy, Baby. Du hast in diesem Abschnitt keine Little Sister gebeutet oder ausgebeutet. Du brauchst ihr Adam, um mächtiger zu werden. Du solltest auf keinen Fall weitergehen, ohne dir mehr Adam zu verschaffen. Soll das jetzt ein gut gemeinter Rat sein? Ich will aber nicht. Ja. Möchte ich aber nicht. Ne. Trainingsgelände? Spieldaten werden gelandet. Was? Was für ein Trainingsgelände? Oh Gott. Ich habe Angst, was da kommt. Hui. Du hast bereits an die Sitze. Du beschütze sie. Ja, ich, Zirkus der Werte. Haha. Wo ist er denn, der Automat? Oder war das der andere Automat? Ja, ich bin sofort da. Mr. Bubbles. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden. Ich habe so eine ganz schlimme Befürchtung, dass wir... Oh, da unten... Moment, da unten ist Zirkus der Werte. Oh. Ich glaube, die Kamera ist defekt. Ah,
Willkommen im Zirkus der Werte. Ich investiere das lieber mal in Medipacks. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir das nicht schaffen werden. Schau mal eben, was die Munition sagt. Ja, Mr. B. Ich lade mal eben alles ganz schnell nach. Weil wir gleich... Ist da hinter uns einer? Habe ich das gerade richtig gehört? Das gibt's doch gar nicht. Hä? Wer schießt denn da? Alles geht den Bach runter. Gehen wir, Mr. Bubbles. Mit dieser Story über meine Frau und mein Kind habe ich dich reingelegt. Oh, meine arme Moira. Oh, komm, gehen wir. Baby Patrick. Du Mistkerl, du wirst sterben. Leg ich mir eines Tages wirklich eine Familie zu, dann kann man gehen wir, Mr. Bubbles. Wenn ich mit dir fertig bin, brauchst du keine Familie mehr. Alter, sterb! Geh doch! Das sieht nicht gut aus. Ich wollte das nur mal anmerken. Ja, geh doch aus dem Weg! Und blockier mich nicht, du dämliche... Kleinkind. Kackblagen. Willst du mich verarschen? Er hat sich einfach mal wieder... Er hat sich geheilt. Willst du mich verarschen? Kann ich die Little Sister heilen? Komm, Mr. Bubbles. Tut mir leid. Neuer Versuch. Ich bin bereit. Hä, wo ist er denn? Hä? Mach ihn kaputt. Ja, wieso blockiert die kleine Göre mich eigentlich permanent? Das geht mir so auf den Sack. Ich zerstöre trotzdem mal die Kameras, weil ich mir nicht ganz sicher bin. Testsubjekt 1. Bei dem hier kann ich das Erden riechen. Ich bin so obwohl sie eigentlich von ihrem Sammelzwang befreit sind, bringt nur chancenmentale Manipulation sie dazu, mit ihrer schrecklichen Fertigkeit weiterzumachen. Sünde wie diese kann kein Mensch wieder gut machen. Ich sehe Erden. Was hier? Ja, da bist du. Gehen wir, Mr. Bubbles! Wo gehst du hin? Ein Schlitz! Du musst die Kleinen beschützen. Wissen Sie davon, Adam, verstehen? Und sind daher genauso verwundbar wie normale Kinder. Ja, tut mir leid, ich kann aber nicht hier jetzt hier Daddy spielen. Jedes verlorene Leben ist eine Sünde. Was die Frau von mir verlangt, ist viel zu viel. Ich muss ja noch selber meinen eigenen Arsch retten.